Hallo. Wir sind hier auf dem Betrieb Schwalokromisch. Wir haben 120 Milchkühe und 100 Stück Jungvieh. 2002 habe ich den Betrieb überholt von unserem Nachbar. Und zur selben Stadt zeigt auch der Betrieb von meinem Papa. Wir haben alle Jahre Bier gebaut und 2009 haben wir den Stahl hier gebaut. Damals hatten wir einen 2x6 Fischgrätenmelkstand. Durch die Mehlig zeigt der Lüfter lange Jufen, hatte mir die Überlegung, ob automatisch Mehlig hat. Der Grund, wieso ich mich für Mehli entschieden habe, war, weil ich sehr viele Betriebe gucken wo wo nach 5 Luft. Da war ich eigentlich sehr flott überzeugt gewesen. Ein zweiter Punkt war, weil die Arbeiter alle so aus dem Umkreis kommen und dadurch ich keine lange Anfahrtszeiten habe. Die Zwingmelkroboter liefen auf die Platz gesagt, wo früher der Mehlig stand. Das heißt, während dem Umbau arbeiten, konnten wir Rieze auf die Roboter mehligen. Wir brauchten nicht tüchtig noch ein paar auf ein anderes Melksystem umzuschwenken. Bevor wir den Roboter hatten, war ich meistens mit Mehligen beschäftigt. So bloß sehr wenig Zeit für die Jungvieh. Das hat sich lange erinnert. Die Kühe hatten sich flott an das neue Melksystem gewöhnt. Zuerst hatte ich noch Zweifel gehabt, ob ich den Roboter bedienen könnte, aber der Roboter war ganz einfach zu bedienen. Seitdem wir den Roboter haben, sind die Kühe viel ruhiger. Mit den Daten, die wir auf den Computer nachgucken können, habe ich viel flotter die Krankheit erkannt als früher. Für 14 Jahre habe ich nicht mehr Kontakt mit dem Lely Center. Ja, da habe ich eine Lely Discovery gekauft. Seit letztem Jahr habe ich einen Laden A5 und ich kann nicht mehr Jodes über das Lely Center sagen. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen. Ich konnte euch viele nützliche Informationen geben. Merci fürs Zugucken.